In diesem Video zeige ich euch, wie man die Kindersicherung der Fritzbox umgehen kann. Ja, viele Eltern wird es nicht freuen, aber die Kindersicherung der Fritzbox kann man umgehen. Und zwar, wenn die Eltern den Fehler gemacht haben, dem Kind Adminrechte auf dem Computer einzuräumen und nicht nur ein Gastkonto anzulegen. Jetzt mal in der Windows-Welt gesprochen. Was habe ich hier gemacht? Ich habe meinem Gerät, das ist dieses Desktop ES4 GNSP, auf dem bin ich auch gerade, einfach den Zugang zu meiner Website usefulwit.com gesperrt. Bekomme ich hier auch direkt die Meldung von der Fritzbox, diese Seite ist gesperrt. Also so können Eltern quasi den Kindern den Zugriff sperren. Das geht hier unter Internet und Filter. Man muss halt nur wissen hier, welches Gerät man sperrt. Und genau das ist auch der Knackpunkt, denn die Fritzbox muss das Gerät ja irgendwie identifizieren. Das tut sie in der Regel an der MAC-Adresse. Wie finde ich diese MAC-Adresse raus? Dazu gehe ich mal in die Systemsteuerung bei Windows und gehe dann ins Netzwerkcenter und hier auf meine Netzwerkverbindung und dann auf Details. Und hier steht dann meine physikalische Adresse. Das ist die Netzwerkadresse, mit der das Gerät bei der Fritzbox identifiziert wird. Ja, wie ihr seht, ich mache hier nochmal, ich habe jetzt nur meine eigene Seite gesperrt, komme ich halt nicht drauf. Ja, wenn ich jetzt das Kind quasi bin mit Administratorrechten, dann brauche ich einen MAC-Adressen-Changer. Davon gibt es einige im Internet. Ich benutze immer diesen T-MAC. Und hier sieht man schon, man braucht Administratorenrechte, um den auszuführen. So, hier sehe ich jetzt meine Verbindungen und wir erinnern uns mit der ich jetzt verbunden bin zur Fritzbox. Das ist hier die mit der 34 am Anfang, die MAC-Adresse. Deshalb lasse ich mir hier einfach mal eine random MAC-Adresse generieren und sage einfach Change Now. So, erfolgreich geändert. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was passiert. Jetzt gehe ich hier nochmal auf meine Seite und drücke nochmal F5. Ja, und was sehen wir? Ich kann also auf UsefulWit zugreifen. So, was ist passiert? Naja, diese MAC-Adresse meldet sich jetzt als neues Gerät in der Fritzbox an. Kann ich ja mal gucken, wird auch wahrscheinlich wieder mit dem gleichen Namen sogar sein. Ich habe nämlich jetzt hier zwei Geräte mit dem gleichen Namen. Der Name hat sich ja nicht verändert, aber halt die MAC-Adresse. Der eine ist halt unbeschränkt und der eine ist eingeschränkt. Wenn ich jetzt hier keine Adminrechte gehabt hätte, hätte ich diese Operation nicht durchführen können. Ich kann jetzt auch wieder sagen Restore zu Original und dann werde ich wieder unter die Sperre fallen. Also, liebe Kinder, wenn eure Eltern keine Ahnung haben von Computern und euch Administratorenrechte gegeben, viel Spaß, dann könnt ihr den Trick machen. Liebe Eltern, wenn ihr ja eurem Erziehungsauftrag nachkommen wollt, dann macht's bitte richtig und gebt dem Kind keine Administratorenrechte auf dem PC. Wer zum Beispiel auf dem Handy gesperrt wird, der kann das im Grunde ähnlich machen. Gibt es auch Apps, die MAC-Adresse ändern können. Aber auch da braucht man Administratorenrechte und auf dem Android heißen die Administratorenrechte halt Root. Und da muss das Kind schon fast ein Nerd sein, um das hinzukriegen.